Das ist ein Ministerpräsident, der im Moment an der Regierung ist, der Berlin allen Ernstes als Resterampe der Republik bezeichnet und behauptet, Bayern sei das Penthouse. Das sind Politiker, sage ich euch, die allen anderen Bundesländern immer nur erzählen, dass Bayern angeblich besser ist. Aber das ist die CSU, die in Berlin Regierungsbeamter besetzen will, aber jede Gelegenheit nutzt, diese Regierung an den Rande einer Totalkrise zu bringen. Und das ist nicht unser Bayern. Jetzt schürt diese Partei Panik vor Veränderung und macht den Menschen Angst vor Verlust von Stabilität, wenn sie angeblich nicht mehr regiert. Und ich sage euch eines, das ist grotesk. Warum? Andrea, du hast es auch erlebt. Die CSU ist der Herd der Instabilität in unserem Land, in Bayern und in Deutschland. Alles, was wir uns erarbeitet haben, immer dann ist das Trio Seehofer, Dobrindt, Scheuer gekommen und hat versucht, das wieder zusammenzubrechen zu lassen, was man sich erarbeitet hat. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Aus Machttaktik und Hetze gegen Minderheiten. Aus keinem anderen Grund. Und ich sag euch was, nicht mit uns.